gesagt und let it go. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns gerade in der Nähe vom Grand Canyon. Den werden wir uns heute allerdings nicht angucken. Wir wollen uns heute das Monument Valley angucken. Und bevor wir das machen, müssen wir erstmal frühstücken. Und wir sind hier eigentlich komplett allein auf dem Campingplatz, auf dem wir geschlafen haben. Außer? Ist wunderschön hier, außer unsere tierischen Gäste. Da hinten, dort, sind ein paar Pferde. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass das Wildpferde sind. Weil, schön. Ja. Wirklich wunderschön. Die Pferde beobachten uns die ganze Zeit. Also jeden Schritt, den wir machen, also wir werden wirklich komplett beobachtet. Aber voll schön. So richtig schön. Uns gibt es jetzt im improvisierten Kochstudio wie immer Porridge zum Frühstück. Und die Pferde sind immer noch da hinten. So niedlich. Also sind wirklich richtig schöne Tiere. Direkt hier, wo wir schlafen, im Campingplatz, ist auch so ein Lookout. Also man kann hier auf so einen Turm hochklettern, ja, und hat anscheinend einen Lookout über die Area hier. Ja, und auch über den Grand Canyon, glaube ich. Hoffen, ja, ich glaube es nicht, aber wir hoffen es. Und ja, wir gehen wir jetzt mal hoch. Also der Lookout heißt Grand View Lookout. Und ich finde, das sieht original aus wie bei Far, ja, Cry. Sieht echt aus wie bei so einem Funkturm bei Far Cry, den man freischalten muss. Durch das Mann. Das war Schloss. Abgeschlossen. Kommen wir jetzt nicht rein. Ist aber nicht so schlimm, weil von hier haben wir auch eine sehr schöne Aussicht. Und da ist der Grand Canyon. Oh, wahnsinnig schön. Hier befinden wir uns jetzt gerade. Hier ist der Grand Canyon, da wo mein Finger gerade ist. Und die Strecke müssen wir jetzt fahren, also 140 Meilen, 2,5 Stunden. Allerdings sind wir dann noch nicht da, denn das Monument Valley findet sich hier, dort wo die Herzen sind. Da müssten wir noch ein kleines Stückchen fahren. Also weil wir jetzt hier noch gerade am Grand Canyon vorbeifahren. Haben wir nochmal angehalten, ja, weil es wirklich, also wir können uns das 10-mal am Tag angucken. Echt super schön. Wahnsinn schön. Falls ihr euch fragt, warum keine Drohnenaufnahmen kommen, ist es hier nicht erlaubt. Wir ich könnte es versuchen. Ja, ich könnte es versuchen, aber es gibt hier so viele Stories, dass die Drohnen abgestürzt sind, dass sie ins Gefängnis kamen für einen Tag oder arrested wurden. Also ist es uns nicht wert. Nein. Vor allem ist man hier von den Lookouts, sieht man schon so weit oben, ja, genau, dass man eigentlich gar nicht mehr so viel mehr mit einer Drohne besser aufnehmen könnte, finde ich. Ja. Ist natürlich wie immer sehr, sehr schade, aber es gehört halt, solche Regeln muss man halt auch beachten, das ist sonst sehr, ist sonst halt nicht so schön. Valley. Ja, wir müssen noch 30 Meilen fahren. Haben wir noch ein bisschen Obst gekauft, Wasser, ich dachte, Reismilch. Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen keine Bags haben, aber er hat uns anscheinend doch welche gegeben. Stimmt. Wir haben endlich Gasflaschen gefunden. Ja. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Das Wetter wird nämlich extrem schlecht. Ja, das Wetter wird jetzt etwas schlechter. Und wir wollen, wenn wir Fotos machen und so, wollen wir gutes Wetter haben. Und allgemein so der Weg auch hierher hat uns echt extrem an Australien erinnert. So desertmäßig, schöne Landschaften, also war richtig schön teilweise. Also richtig gut. Und jetzt werden wir gleich kurz was snacken, weil wir uns halt wie gesagt beeilen müssen. Und dann fahren wir zum Monument Valley. Marie hat uns jetzt beiden so eine Schüssel zurechtgeschnitten. Und Marie hat dann hier noch so ein, was ist das? Apfelmus. Apfelmus und ich esse dann so ein leerer Barriegel. Und dann geht's gleich los. So, wir sind jetzt im Valley angekommen und mussten nochmal Geld bezahlen, also Eintritt bezahlen. Das hat jetzt $20 insgesamt gekostet, also $10 pro Person. Und der National Park Pass, also der Annual Pass für das ganze Jahr, der zählt hier nämlich nicht, weil das ein Tribal Park ist, kein National Park. Und wir hatten uns im Vorfeld schon informiert, deswegen haben wir uns dieses Auto gemietet, weil man hier auch einen Loop fahren kann. Und zwar
kann man hier einmal so rumfahren. Allerdings, das steht hier auch nochmal, ist unpaved, also ist nicht befestigt die Straße. Und du brauchst Clearance, also du brauchst einen Abstand zum Boden. Sonst wird es halt nicht empfohlen, hier mit dem Auto lang zu fahren. Und das wollen wir eigentlich machen. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal, wie die Straßenverhältnisse sind. Also die Straßenverhältnisse sollen hier echt nicht so gut sein. Und ja, genau deswegen haben wir jetzt dieses Auto gemietet. Ein SUV, also ein Four-Wheel Drive, wäre halt größer gewesen und hätte mehr Clearance gehabt, aber wäre halt teurer gewesen. Und wir hoffen, wir schaffen das mit dem Auto. Wir sind immer gespannt und das Valley hier sieht einfach wunderschön aus und es ist wieder leider eine No-Drone-Zone. Also ich darf hier nicht mit der Drohne fliegen, wie eigentlich überall. Ist echt nervig, aber egal. Das mal an. Hier steht ein Pferd und das steht da bestimmt den ganzen Tag. Sieht auch überhaupt nicht glücklich aus, hat angelehnte Ohren. Und hier ist eine Schlange voller Touristen, die dem Typen da allen, die alle 5 Dollar dahin drücken, damit sie ein Foto auf diesem Pferd machen können. Was das Pferd fühlt, interessiert keinen Menschen. Ich weiß, andere haben da wahrscheinlich andere Ansichten, aber wenn man sich das wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, was da eigentlich abgeht, ich finde das schon schlimm und mir tut das Pferd einfach leid. Und zwar ist der von der Strecke, wenn man vom, wie heißt der, Mexican Head, genau, Richtung Monument Valley fährt. So, ist relativ weit noch entfernt vom Monument Valley, ja, da, sodass man das Valley im Hintergrund hat oder die Steine im Hintergrund hat. Also wir sind nämlich vom Grand Canyon gekommen und mussten dann hier einmal durch das Valley durchfahren. Ja. Dann hat man halt diese geile Aussicht. Und die Straße verläuft einfach geradezu auf das Valley. Sieht einfach wunderschön aus. Also man darf ja, wie gesagt, im National Park oder im Tribal Park darf man ja die Drohne nicht fliegen. Also Tribal steht, denke ich mal, für Stammespark oder sowas ähnliches. Aber wir befinden uns jetzt gerade ja gar nicht im National Park und deswegen gibt es jetzt ein paar Drohnenaufnahmen für euch. In dem Ort, wo wir vorhin unsere Gasflaschen gekauft haben. Und zwar wollen wir jetzt duschen gehen, weil wir heute wieder auf einem kostenlosen Campingplatz schlafen werden. Und die Duschen sind hier etwas teurer, kosten 5 Dollar pro Person, aber das brauchen wir jetzt und das werden wir auch machen. Und der Weg übrigens, oder die Strecke durchs Valley, wo man eigentlich halt einen Four-Wheel Drive braucht oder halt ein Auto mit einer höheren Clearance, war auch voll in Ordnung. Also man kann auch mit einem normalen Auto durchfahren, man muss halt nur vorsichtig sein. Also mit einem normalen Auto ist das auch auf jeden Fall möglich. Und dann werden wir jetzt erstmal duschen gehen. Wir sind jetzt hier noch in der Stadt tanken und Sprit ist hier einfach so günstig. Da hinten steht es 2,93 Dollar. Das ist einfach wahnsinnig günstig. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Also falls ihr euch wundert, 2,93 Dollar, das sind natürlich nicht pro Liter, das ist pro Gallone. Und eine Gallone, das sind ungefähr 4 Liter. Also war das gerade extrem günstig. Das sind umgerechnet ungefähr 60 oder knapp 60 Cent gewesen, für die wir gerade getankt haben. Und das ist wahnsinnig günstig. Pro Liter, ja, 60 Cent pro Liter, also wahnsinnig günstig.
Und wir haben unser Auto jetzt einfach für 28 Euro umgerechnet vollgetankt. Und unser Auto an sich verbraucht halt extrem wenig, das ist schon mal richtig gut. In Australien haben wir auch manchmal nur für 60 Euro Cent getankt. Allerdings hat unser Auto in Australien viel, viel mehr verbraucht. Und jetzt gerade befinden wir uns auf einem wahnsinnig guten Campingplatz, also auch wieder umsonst. Also es gibt hier sogar zwei. Einmal hat man einen Blick auf den Sunset und einmal hier auf den Canyon. Und wir sind jetzt gerade beim Canyon Campingplatz. Und hier gibt es so viele Stellplätze, das kann man sich nicht vorstellen. Und es ist wirklich wunderschön. Ich denke, ich lasse auch gleich nochmal die Drohne steigen. Also ich zeige euch dann gleich nochmal den Campingplatz. Also wir schließen auch dann schon das Video ab. Also wenn euch das Video gefallen hat, Monument Valley ist wirklich wahnsinnig gut. Stand bei uns auf der Bucketlist, können wir abhaken. Das ist wunderschön. Also ihr habt es ja gesehen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir zeigen euch jetzt noch den Campingplatz. Viel Spaß.